Was sagen die Coaches immer? Von außen nach innen, die Hände viel zu weit weg vom Körper, auf den Ball drauf geschlagen. Wenn das alles zu euch passt, ist die Übung genau die richtige für euch. Die Aufgabe hat unheimlich viel mit dem Golfschwung gemeinsam, nämlich eine Gewichtverlagerung von innen kommen, die Hände eng am Körper, eine Schwungrichtung, die zu die Schlagrichtung passt. Und zwar, ich habe einen Schneeball da aufgeteet, ich habe einen Schneeball hier in der Hand, gefüllt mit Leckerlis für George. George, bist du da? Ich nehme die Körperhaltung ein, nehme Maß auf den aufgeteeten Schneeball, es kann ein Luftschlag werden, hol aus, kann passieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in dieser Bewegung es ist alles zu sehen, was man in dem Golfschwung sehen möchte. Mein Vorschlag, probiert aus, sowohl zu Hause ohne jegliche Bälle, bei der nächsten Gelegenheit auf die Driving Range, da wo der Golfball normalerweise liegt, nimmt man einen zweiten Ball in der Hand, holt aus und wirft den Ball auf den da. Man kann auch die Übung ohne Bälle auf den Golfplatz, die kann sogar den Probeschwung ersetzen. Ist regelkonform. Habt etwas Vertrauen in diese Übung. Vielleicht gibt es sogar eine Übertragung im Echtbetrieb. Viel Spaß!